Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich dir bei Word 2016 Grundkenntnisse vermitteln möchte, auf das du dann ganz einfach eine vorwissenschaftliche Arbeit, VWA, Diplomarbeit, Seminararbeit oder welche Arbeit auch immer, dann schreiben kannst. Und wir sind jetzt beim 27. Video angelangt und da geht es darum, dass du eine Rechtschreibprüfung mit Hilfe von Word 2016 durchführen kannst. Und man kennt einen Rechtschreibfehler an und für sich daran, dass er hier rot unterwellt ist. Wenn er rot unterwellt ist, und ich habe hier einige dieser rot unterwellten Wörter, die kennt Word 2016 nicht, weil es noch in Deutsch älterer Art und Weise ist, nämlich aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir haben hier einen Text der Gebrüder Grimm. Dann kann ich hierher gehen und kann diesen rot unterwellten Text mit rechter Maustaste, bekomme ich dann hier einen Vorschlag. Wenn ich mir den Satz durchlese, sie bewahrt diese alten Sagen fest in dem Gedächtnis, dann wird wahrscheinlich das hier passen und kann es dann sehr einfach dann ausbessern. Wenn das hier nicht bei dir angezeigt werden sollte, ist die Rechtschreibprüfung ausgeschaltet. Und du kennst das an und für sich sehr einfach, ob die Rechtschreibprüfung ausgeschaltet ist, indem du hier unten hingehst, mit der linken Maustaste hineinklickst, auf ein Wort zum Beispiel, wo du meinst, das ist eigentlich falsch geschrieben. Und wenn jetzt hier das Häkchen gesetzt ist, bei Rechtschreibung Grammatik nicht prüfen, wird auch dann tatsächlich hier keine Rechtschreibprüfung dann durchgeführt. Und dann würde in dem Fall hier dann dieses Wort dann auch nicht angezeigt werden. Also wenn ich jetzt hier hineingehe, die Rechtschreibprüfung ausgeschaltet habe, wird in dem Fall das dann auch hier nicht angezeigt werden. Und wenn ich den ganzen Text dann markiere zum Beispiel und diese Rechtschreibprüfung ausschalte, wird auch für den gesamten Text dann hier keine Rechtschreibprüfung durchgeführt. Du kannst es auch dann machen, einerseits, dass du durch den Text durchgehst und schaust, wo sind solche Rechtschreibfehler, oder du kannst auch hier gehen auf Überprüfen, gehst auf Rechtschreibung und Grammatik und der beginnt im Prinzip dann an der Stelle, wo du zum Schluss warst. Und wenn du auf Fortsetzen gehst, geht er ein Wort nach dem anderen durch und schlägt dir vor, welche Änderungen du da vielleicht machen solltest, und dann wählst du es dir aus und klickst dann auf Ändern und diese Rechtschreibung wird dann übernommen. Das ist natürlich eine ganz eine wichtige Möglichkeit, um meinen ersten Eindruck darüber zu bekommen, was stimmt und was stimmt nicht. Und bevor ich dann hier Schluss mache bei dem Video, möchte ich noch auf die blau unterwählte Linie hinweisen. Es gibt nämlich bei Word 2016 auch eine Grammatikprüfung. Also hier würde dann zum Beispiel dann vorgeschlagen werden, dass man hier dann das Doppel-S verwendet, nämlich das nach dem Beistrich. Also, ich hoffe, dass du diese Rechtschreibprüfung, Grammatikprüfung auch eifrig einsetzen wirst und sie dir auch dann wirklich hilfreich sein wird. Danke für die Aufmerksamkeit.